Und also herzlich willkommen zu diesem, wie ich finde, immer noch etwas seltsamen Setting. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich zu einem Publikum spreche, das ich gar nicht sehe. Also natürlich haben wir im Alltag immer wieder Videokonferenzen, aber das ist ganz was Neues. Ich möchte Ihnen, möchte euch heute ein bisschen was über unsere Firma erzählen. Also der eine Part wird über die Magna gehen und der andere Part wird natürlich ein bisschen ein Ausblick sein darauf, wo wir denken, dass die Automobilindustrie momentan so hinzielt. Es ist ja bekannt, dass momentan die gesamte Industrie, also das trifft nicht nur unseren Zweig, in einer, wie wir doch sagen können, Krise sich befindet und hier viele Fragezeichen auch sind. Und ich möchte mit euch ein bisschen Faktoren teilen, die wir glauben, die vor allem die Magna sehr stabil machen in dieser aktuellen Krise, aber natürlich auch allgemeine Gedanken zur Industrie ein bisschen mit euch teilen. Ja, was macht die Magna eigentlich? Für alle, die es nicht wissen, wir sind ein Automobilzulieferer. Automobilzulieferer, das klingt jetzt in erster Instanz nicht so aufregend, hätte ich gesagt, weil die große Frage ist, was liefern wir denn dazu? Sind es Sonnenblenden? Sind es Teppiche für den Fahrzeuginnenraum? Und die Antwort ist in unserem Fall auch einfach. So, jetzt muss ich nur. Wir liefern nämlich so gut wie alles zu. Also ihr seht hier auf dieser Folie so unsere Produktgruppen und seht hier auch auf einen Blick, da lässt sich eigentlich so ziemlich alles, was man im Fahrzeug verbaut hat, irgendwo einordnen. Klassischerweise das Einzige, was wir nicht machen, sind klassische Verbrennermotoren. Das war historisch auch immer was, wo die Automobilhersteller selbst die Hand auch drauf haben als Herzstück des Fahrzeugs. Aber so ziemlich alles andere am Fahrzeug können wir entwickeln und auch produzieren und liefern. Für all jene, die die Automobilindustrie vielleicht noch nicht so gut kennen, muss ich vielleicht dazu sagen, also die Hersteller, die man so kennt, ohne sie jetzt zu nennen, die haben sich auf ganz spezielle Technologien auch spezialisiert und Teile am Fahrzeug. Und das Großteil des Fahrzeugs kommt von Partnern. Ja? Also wenn Sie ein Fahrzeug haben, ein Auto haben, dann traue ich mich fast zu wetten, dass irgendein Teil auch von der Magna produziert, wenn nicht sogar entwickelt worden ist. Ja, also das ist so die erste Botschaft, die ich bringen möchte und die auch dann wichtig ist für die weiteren Fragen. Unser Produktportfolio ist extrem breit. Wir arbeiten eben in allen Technologien, haben dementsprechend auch eine extrem breite Bandbreite an Jobs, die wir gerade im technischen Bereich, aber natürlich auch im Produktionsbereich anbieten können, weltweit. So, das ist sozusagen unser einer großer Vorteil, den wir haben. Ganz wichtig, und das unterscheidet uns auch von allen anderen Automobilzulieferern, ist aber der Hinweis rechts unten auf dieser Folie. Hier steht Vehicle Engineering und Manufacturing. Und was sich dahinter verbirgt, ist, was wir nennen Gesamtfahrzeugkompetenz. Das heißt, wir sind der einzige Automobilzulieferer, der in Wirklichkeit so etwas Ähnliches ist wie ein eigener Automobilhersteller. Das bedeutet für unsere Kunden, dass wir nicht nur Teile liefern können, Teile und Komponenten entwickeln können, sondern wir können tatsächlich gesamte Fahrzeuge entwickeln und dann auch produzieren. Das war immer schon ein Vorteil, den die Magna mitgebracht hat, aber allerdings in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10 Jahren hat sich das zu einem extremen Motor für unser gesamtes Unternehmen auch entwickelt, weil wir gerade im asiatischen Raum. Als Beispiel haben wir Investorengruppen, die Fahrzeuge entwickeln und auf den Markt bringen wollen, vielleicht auch keine Erfahrung drin haben und mit uns als Partner hier einfach einen Partner gefunden haben, der, wie wir so schön sagen, dieses One-Stop-Shop-Erlebnis anbieten können. Das heißt wirklich von der Entwicklung auf dem weißen Blatt Papier bis hin zur Produktion des Fahrzeugs alles als Dienstleistung anbieten können. Es ist sozusagen diese zweite Komponente. Die eine Komponente, die Vielfalt der Technologien, aber auch die Vielfalt der Services,
die wir ein Stück weit anbieten können und die uns auch unterscheiden zu anderen Automobilzulieferern. Das ist sozusagen, was tun wir? Was tun wir ganz grob? Und jetzt möchte ich ganz kurz ein paar Infos teilen, damit man sich das global ein bisschen besser vorstellen kann. Die Magna ist wirklich eine große Firma. Also wenn man einen Blick auf die Mitarbeiterzahl legt, wir bewegen uns so bei 150.000 Mitarbeitern global, dann sprechen wir nicht mehr von einem kleinen Unternehmen. Und es ist tatsächlich so, dass die Magna in Nordamerika im Supplier-Business auch Nummer 1 in Nordamerika ist und tatsächlich Nummer 3 in der Welt ist. Kennt man vielleicht, weiß man vielleicht gar nicht, aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Hinweis zu sehen. Man hat hier wirklich ein Unternehmen, vor allem wenn man sich dafür interessiert, ob man nicht bei der Magna auch sich um einen Job bewerben möchte. Man hat hier wirklich ein globales Unternehmen und mit einer sehr, sehr, sehr stabilen Größe. Ganz wichtig, und da komme ich wieder zurück eigentlich auf unsere Technologienvielfalt, ist ein anderer Faktor. Wir arbeiten mit so gut wie allen Kunden zusammen. Das heißt, wir haben früher immer gesagt, warum nur für einen Hersteller arbeiten, wenn man für die ganze Industrie arbeiten kann. Und das hat durchaus Gewicht. Gerade wenn man sich interessiert dafür, vielleicht in die Automobilindustrie auch einzusteigen, karrieremäßig, ist das deshalb sehr, sehr spannend, weil ich nicht nur die Produktionssysteme eines Herstellers kennenlerne, sondern tatsächlich auch in vielen Projekten und das rund um den Globus eingesetzt werden kann. Und das natürlich gerade für Einsteiger, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Komponente ist. Und zusätzlich kommt natürlich dazu, dass wir gerade jetzt, wo wir natürlich auch sagen müssen, die Zeiten sind nicht so einfach wie vielleicht noch vor 2 Jahren, auf einen sehr, sehr breiten Kundenstamm auch zurückgreifen können. Das heißt, auch global gesehen sehr stabil durch diese aktuellen Zeiten auch navigieren. Genau, also das ist so ein Teil des Rahmens, damit man sich ein bisschen vorstellen kann an den Dimensionen, wovon wir sprechen. Und dann ist, ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt, aber auch noch ein wichtiger Faktor, dieser globale Faktor. Also wir sagen immer, wir sind ein austrokanadisches Unternehmen. Man sieht so in etwa, Mitarbeiterzahlen sind in etwa ausgeglichen zwischen Nordamerika und Europa. Wenn man weiß, dass zu Nordamerika Mexiko noch dazugehört, dann relativiert sich das auch in etwa ein bisschen. Das heißt, wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit unseren nordamerikanischen Kollegen zusammen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch der asiatische Markt. Also wir sehen ja aktuell in der aktuellen Situation, und dazu muss man sagen, die Automobilindustrie, die war schon im Wandel auch vor Corona. Also Corona hat jetzt natürlich noch einmal eins draufgesetzt, aber der Wandel im Mindset zur Mobilität hat ja vorher schon eingesetzt. Und da ist Asien, auch China, vor allem China, für uns eine total spannende Umgebung. Wir sehen jetzt gerade, dass in Europa natürlich immer noch die Produktionszahlen deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. In China allerdings prognostizieren wir sogar schon wieder einen leichten Wachstum. Und wir wissen ja, dass vor allem China so ein bisschen ein Ausblick auch auf das ist, wie sich bei uns die Situation entwickeln könnte. Und deshalb sind wir auch ein Stück weit hier ja, sehr optimistisch, dass das auch gut weitergehen könnte. Also das ist so ich glaube, es war die vierte Botschaft, die ich schon bringen wollte. Wir sind in allen Märkten sehr stabil unterwegs, und für jemanden, der eine Karriere in der Magna, sich für eine Karriere in der Magna interessiert, ist das natürlich spannend, weil wenn ich sage, ich bin interessiert daran, vielleicht einen Auslandsaufenthalt, einen Auslandseinsatz in China oder in Nordamerika auch in Erwägung zu ziehen, dann ist das, glaube ich, eine Information, die auch ganz wichtig ist. Ja, also das war so ein Stück weit der Rahmen, der Unterbau und natürlich auch so ein bisschen der Ausblick auf die Frage, wie geht es uns jetzt eigentlich gerade als Unternehmen und in dieser Industrie, in der Industrie, in der wir uns befinden. Und die Antwort darauf ist,
gut. Ja? Also der Ausblick ist gut, der Optimismus ist auch gut spürbar. Natürlich sind Zeiten der Krisen auch immer Zeiten, wo man auch genauer hinschauen muss und wo nicht alle Projekte dann passieren können. Aber die aktuelle Stimmung ist eigentlich sehr optimistisch. Die große Frage ist jetzt natürlich, und ich habe es schon angedeutet, Corona ist die eine Herausforderung, die wir natürlich haben, sowohl am Markt als natürlich auch in unseren Abläufen in der Produktion. Aber die große Frage ist, wo geht es denn überhaupt hin mit der Automobilindustrie? Also ich habe jetzt, glaube ich, sicher 12-mal den Begriff Automobilindustrie in den Mund genommen, aber viel wichtiger wäre eigentlich von dem Begriff der Mobilität zu sprechen. Also wir wissen, und das ist auch kein Geheimnis, dass das Automobil als Statussymbol, als Symbol für die individuelle Freiheit immer weniger Relevanz hat. Sondern die Communities, aber auch die Endkunden ganz einfach nach innovativen Konzepten für Mobilität suchen. Ja, ob das jetzt das klassische Fahrzeug ist, ob das jetzt klassisches Fahrzeug kombiniert mit Sharing-Angeboten, ob das jetzt tatsächlich für Carsharing ausgelegte Produkte sind, ob das ganz andere Konzepte sind, ist dann quasi die Frage, die es zu beantworten gibt und in die wir in den letzten Jahren schon viel investiert haben. Die Zulieferindustrie war ja klassischerweise eigentlich so aufgestellt, dass man sagt, okay, wir versuchen Probleme für Kunden zu lösen, wenn diese Probleme beim Kunden auftauchen. Also Probleme kann natürlich auf der einen Seite technischer Natur sein, aber natürlich auch Kostenfaktor. Zulieferer haben immer geschaut, dass sie gute Komponente zu einem guten Preis liefern. Das war so dieser klassische Bereich. Aber in den letzten Jahren und vor allem auch bei uns hat sich das gewandelt, dass wir sagen, okay, wir haben bereits Antworten auf Fragen, die vielleicht noch gar nicht aufgetaucht sind. Das heißt, wir investieren in Technologie, wir betreiben selbst Forschung und Innovation und betrachten dieses gesamte Segment als Mobilitätssegment, viel weniger als so grundsätzlich fokussiert auf das Automobil. Und ich glaube, das ist also ein entscheidender Faktor, der ganz wichtig ist. Und diese Innovationsbereiche, die treffen mehr auf alle Bereiche der Mobilität zu. Und wir haben uns auch wirklich auf die Fahnen geschrieben, in all diesen Segmenten, in bestimmten Technologien durchaus auch Marktführer zu sein und zu werden. Und das haben wir auch gut vorangetrieben. Das heißt, auch technologisch für den Sprung in die Zukunft, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Und jetzt global betrachtet gibt es da sicher auch Partner und auch Kunden, die ähnlich gut aufgestellt sind. Wie sich die Karten mischen werden jetzt in den nächsten Monaten, das bleibt natürlich noch spannend. Aber grundsätzlich, ob es Zufall ist oder Glück ist, hat die Magna in den letzten Jahren schon viel investiert, um auch hier sehr, sehr breit aufgestellt zu sein und für die Zukunft gut gerüstet. Eine Komponente möchte ich jetzt noch reinbringen und zwar zu dieser Frage, was ist eigentlich spannend, für einen Zulieferer zu arbeiten im Gegensatz zu einem Automobilhersteller, wie man sie kennt. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick paradoxerweise sogar das, was ganz unten am Bildschirm steht. Diese Komponente affordable. Ja. Gute Innovationen, gute Ideen zu finden, gute Produkte, Prototypen zu bauen, ist die eine Sache. Aber die andere Sache, es muss natürlich auch wirtschaftlich sein. Und nur wenn die Lösungen und die Innovationen, die wir finden, am Markt die smartesten sind, die auch wirtschaftlich sind, dann werden wir ein Segment haben, wo wir gut bestehen können. Und das ist natürlich aus Entwicklungssicht ultra spannend. Das ist, wenn man so möchte, ist, wir müssen sogar bessere Lösungen finden als diejenigen, für die wir arbeiten, als unsere Kunden, damit wir als Partner auch interessant sind. Und ich habe eingangs gesagt, ich glaube, dass die Magna gerade für junge Potenziale am Arbeitsmarkt spannend ist, auch aus dieser Komponente heraus. Ja, wenn ich wirklich Problemlösung im Technologiebereich lernen möchte, erleben möchte und auch in einem sehr dynamischen Umfeld eingebettet, dann glaube ich, dass die Magna schon sehr, sehr spannende
spannende Unternehmung ist, ja. Und ich hoffe, man merkt meine Euphorie. Ich bin jetzt 8 Jahre bei der Magna und daran hat sich eigentlich wenig geändert und ich habe doch auch schon einige Entwicklungen gesehen, auch in der Industrie, am Markt und in unserem Unternehmen. Und es bleibt ganz einfach auch spannend. Momentan sehr, sehr spannend sogar. Ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick geben können, was die Magna tut, warum ich glaube, dass die Magna extrem spannend ist. Wir möchten Sie natürlich einladen, mit uns in Kontakt zu treten. Also Sie sehen hier diesen QR-Code auf dem Screen. Das wird wahrscheinlich sicher auch mit Ihrem mobilen Gerät gleich am Bildschirm funktionieren. Können Sie zu unserer Karriereseite kommen. Dort finden Sie global alle aktuellen offenen Stellen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, direkt mit den Kolleginnen in Kontakt zu treten. Sie können auch jederzeit mit mir in Kontakt treten. Es ist sicher nicht schwierig, mich auf LinkedIn zu finden, wenn Sie weitere Fragen zum Gesagten haben oder grundsätzlich mehr Informationen zur Magna haben wollen. Dann stehen natürlich da sehr gerne zur Verfügung. Und wichtig ist mir diese Komponente deswegen, weil gerade die Eigeninitiative in der Karrieregestaltung bei uns wahnsinnig viel Raum hat. Also mag sein, dass das ein Stück weit aus dieser doch auch amerikanischen Kultur kommt, aber diejenigen, die bei uns aufzeigen, diejenigen, die sich beteiligen wollen, diejenigen, die gute Ideen haben, die werden in der Magna, das ist tatsächlich global so, sowohl in Amerika als auch in China als auch in Europa, gute Chancen haben, auch voranzukommen. Ja. Da spreche ich nicht nur von der Karriereleiter, sondern da spreche ich auch ganz einfach spannende Arbeitssegmente, auch Dinge, in denen ich mich fachlich auch weiterbilden kann. Und das ist sicherlich Teil unserer Kultur. Und dazu möchte ich Sie natürlich recht herzlich einladen. Wenn Sie Fragen haben, ich glaube, wir gehen jetzt über in einen Q&A-Teil. Würde mich total interessieren, was Ihre Fragen sind. Wie gesagt, ich spreche ja zu einem Publikum, das ich jetzt aktuell noch nicht sehen kann. Genau. So. Gut, Gut. wir haben im Chat eine Frage bekommen. Vielen Dank schon mal für den spannenden Vortrag. Die Frage lautet, weil Sie vorher Carsharing erwähnt haben, gibt es Überlegungen von Magna, hier selbst etwas zu entwickeln? Ja, das ist die einfache Antwort. Also der Punkt ist das, wir haben in der Vergangenheit schon einige Kooperationen tatsächlich gehabt mit Anbietern. Das lässt sich auch leicht googeln, das ist nicht schwierig. Und haben auch momentan eine große Kooperation mit einem der führenden Carsharing-Anbieter, mit denen wir gemeinsam auch an Möglichkeiten forschen. Ja, also wir sind da quasi wirklich direkt am Endanbieter beteiligt und forschen mit denen gemeinsam an Möglichkeiten. Alles klar. Im Chat haben wir aktuell keine Fragen, aber wie schon erwähnt, man kann ja trotzdem mit den Damen und Herren von Magna in Kontakt treten, auch am Stand. Das heißt, da ist immer jemand verfügbar, der eure Fragen beantwortet. Weiter zu den organisatorischen Dingen. Vielen Dank nochmal an der Stelle für den Vortrag. Wie gesagt, Gerne. wir sehen uns am Stand. Der nächste Vortrag von Barbara Oberrauter-Zabranski zu Karriere trotz Krise fällt leider krankheitsbedingt aus. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal eine kleine Mittagspause eingeplant und um 13:10 Uhr geht es weiter mit Christoph Reimer, dem Leiter des Personalmanagements bei der FH Kufstein. Und der wird ganz interessante Dinge über die Do's and Don'ts bei virtuellen Bewerbungsgesprächen und Vorstellungsgesprächen erzählen. Bis dahin, Mahlzeit. Und wir sehen uns gleich wieder. Du kannst dazwischen bei den Messen vorbeischauen.